Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem der unglaublichsten, wahnsinnigsten und übertriebensten Sportereignisse der Welt. Hier auf dem Kanal Herr Currywurst. Freut mich, dass Sie hier reingefunden haben. Wir kommen bei Ragdoll Runners. Das ist ein wunderbares Sportspiel, das erklimmt gerade den Olymp der Sportspiele, sage ich mal. Das ist einer der bestbewertesten Sportspiele der Welt. Was laber ich hier eigentlich? Also, es ist ein kleines Minispiel, sage ich mal, was man so ein paar Folgen mal spielen kann. Und da dachte ich, das machen wir einfach mal, weil es könnte durchaus lustig werden. Wir werden gleich mal das Tutorial spielen und dann werdet ihr schon sehen, worum es sich denn so ungefähr handelt. Und ich habe mir so gedacht, dass wir davon ein paar Folgchen jetzt machen. Und ich nehme euch mit auf diese unglaubliche, sportliche, wahnsinnige Reise, denn die muss ich euch einfach zeigen. Ganz einfach. So sieht's aus. Ragdoll Runners, ich habe keine Ahnung, wie viel das bei Steam kostet. Ups, da hatte ich jetzt kurz Schluck auf. Das gehört auch als Kommentatorleben dazu. Und ihr seht schon hier die Sport, irgendwas Typen machen sich warm. Rennen schon mal die Strecke entlang mit ihren wunderschönen Techniken. Hier ein Arm gestrickt, ein Bein im Knie drin und anderes irgendwie Kurve. Der ist ein bisschen, der hatte schon ein bisschen was anderes da am Start. Ja, also, das wird auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Deswegen fangen wir gleich mal an mit dem Tutorial, liebe Freunde. Und da seht ihr schon, ich habe nur diese drei Tasten zur Steuerung. Und ich steuere quasi die Beine. Und oben kann ich auch noch die Arme ein bisschen steuern. Das ist aber nur, um die Position zu verändern von dem Typen selber. Und ich mag von dem Typen sehr dieser Gesichtsausdruck, dieser "Ich bin motiviert". So, und dann rennt er halt so, oh Gott, ey. Also, ich bin gespannt. Hold the right key to push with the right leg. Also müssen wir das hier machen, zack. Dann drücken wir halt das rechte Bein nach hinten. Dann müssen wir wechseln. Hupsala. Müssen wir loslassen und dann wieder drücken. Und dann wieder loslassen und dann wieder drücken. Und dann loslassen. Ups, 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 upsala, upsala. Das wird auf jeden Fall, das sieht jetzt sehr, sehr einfach aus, aber das wird es nicht. Glaubt mir, Leute, das ist alles andere als einfach. Das ist überhaupt nicht schön. Das ist irgendwie, also das ist sehr komisch. Also, oh mein Gott. Und dann kommt irgendwann der Moment, weil es gibt nicht nur Rennen, es gibt auch Hochsprung. Oder Weitsprung, eher gesagt. Weitsprung. Dann müssen wir hier loslassen, zack. Und dann müssen wir jetzt nämlich die Taste nach unten drücken. Wow! Und dann loslassen. Und dann landen wir. Ganz einfach, sollte man meinen, aber ja, also, das wird es nicht. Das wird es nicht. Und ich habe natürlich schon ein bisschen getestet. Hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil es immer noch total schwer ist. Es ist sehr, sehr schwer. Ich kenne das Spiel noch aus dem Internet. Da gab es das früher, glaube ich, in so einem Browser-Game. Und diesmal ist es dann als Steam, als Standalone-Version unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Und hier seht ihr schon, ich habe schon ein bisschen gerannt im 10 Meter. Also 10 Meter ist natürlich nichts. Dann kommt noch 30 Meter, 60 Meter und 100 Meter. Und dann hier noch Weitsprung, Triple Jump, 60 Meter Hürden, 110 Meter Hürden. Also, wie wir das schaffen wollen, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir testen nochmal die 10 Meter, weil da geht es nämlich darum, dann immer seine Bestleistung zu toppen, glaube ich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz, ganz geschmeidig an, ganz gechillt mit 10 Meter, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. So, on your marks, da geht's auch schon. Ach du Scheiße. Ja, läuft ja super. Dritter, hey! Dann machen wir direkt mal ein Vorwärtssalto vor Freude. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr schwer. Hier haben wir nochmal das Replay, was brauchen wir? Psch, psch. Ich drücke zu schnell. Mann. Ich drücke viel zu schnell. Ich finde es auch geil, wie das einfach manchmal so aussieht, wie so ein, als würde er gerade auf dem Mond unterwegs sein, ne? Mega geil, aber das probieren wir natürlich nochmal. Das wird doch nichts. Was mache ich denn da, Alter? Was soll... Hä? Und der ist im Ziel. Ja, ja. Also ihr seht schon, wir werden hier einiges zu tun haben.
Huch, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr komisch, denn gerade habt ihr noch ein Gameplay gesehen. Ein Let's Play, sag ich mal. Und das ist jetzt eine kleine, Werbeunterbrechung. Eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Denn, wie jeder weiß, es ist Dezember und da ist auch wieder Adventskalenderzeit. Wer jetzt aber sagt, ne, Schokolade, also da habe ich jetzt dieses Jahr nicht so Bock drauf, der kann natürlich auch bei der Telekom vorbeischauen, denn da gibt es dieses Jahr den magischen Adventskalender und da gibt es keine Schokolade, sondern ein interaktives Hörbuch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, worüber handelt denn dieses Hörbuch? Die handelt nämlich über einen kleinen Jungen namens Jonas, der kriegt einen magischen Adventskalender geschenkt und er muss dann rausfinden mit uns zusammen, wie man diesen magischen Adventskalender, wie man diese Türchen denn Tag für Tag öffnet. Und er lernt im Laufe der Story dann auch, dass Teilen verbindet, dass Teilen dazugehört, besonders an Weihnachten, dass man das niemals vergessen sollte. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Botschaft eigentlich. Und gerade weil wir damit eingreifen können, finde ich das sehr interessant. Und deswegen ist es auch, warum ich diese Aktion dann letztendlich unterstützt habe, weil es halt eine schöne Botschaft ist und weil es mal eine schöne Innovation ist. Gerade an Weihnachten ist das ja nicht verkehrt und deswegen würde ich euch das wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr denn Lust habt, könnt ihr jeden Tag da vorbeischauen. Links sind natürlich alle in der Beschreibung und der kleine Jonas wartet auf uns und die markante Stimme des Hörbuchs ist übrigens, muss ich kurz nachlesen, von Rufus Beck, der auch die Harry Potter Bände schon eingesprochen hat. Also da sind natürlich dann bekannte Stimmen am Start. Also wenn ihr Lust habt und jeden Tag dem Jonas mal ein bisschen Hallo sagen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und das wollte ich nur mal kurz eben einwerfen. Es geht natürlich sofort weiter mit dem Gaming-Video. Und wie gesagt, ihr wisst jetzt, was da passiert. Und wenn ihr sagt, da schaue ich doch mal vorbei, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch denn diese Geschichte gefällt. Ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken und, oder eher gesagt, reinhören, genau. Also, dann wäre es das auch wieder gewesen. Es geht gleich weiter. Ich wünsche euch noch ein schönes Fest und wie gesagt, denkt ans Teilen, ne? Denkt an die anderen Leute. Man weiß nicht, wie lange man sie noch bei sich hat, also Streit und sowas, vergesst das mal für diese Zeit, wenigstens für diese Zeit. Und dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß und eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Liebe Grüße und bis dann. Tschüss! Diese Position immer, wenn er ins Ziel rennt und dann da hinten drin hängt, nochmal Ruhe bitte. Das gibt's nicht, das ist so schwer, ne? Warum hüpft er denn immer so ab? Warum hüpft er denn immer so in die Luft? Das gibt's doch nicht. So, hier können wir uns nochmal angucken. Guck mal, ich komme mit einem Bein auf und dann irgendwie so wie so ein Katapult geht's einfach so in die Luft. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wir geben natürlich nicht auf. Komm schon, Kleiner! Komm schon, Kleiner! Ja, das hätte fast geklappt. Hä? Soll es vielleicht nur mit einem Bein probieren? Nee, oder? Also... Ich glaube, ich drücke zu schnell. Kann das? Warte mal. Wir gucken mal kurz, dass er sich eben beruhigt. Ja, auf jeden Fall. Einfach so in der Luft sitzen. Warte mal. So, zack. Guck mal, das ging doch. Das ging doch jetzt schon besser. Einmal noch, Freunde, komm. Warum? Ich krieg doch ganz schnell. Ich drück doch ganz schnell eigentlich. Ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, wir sollten lieber Liegestütze machen. Hui, alles klar. Oder Breakdance. Was mache ich hier? Was zum Teufel? Wow! Okay, das probieren wir einfach nochmal. Ganz gut, Schild. Guck mal, da fing es gut an, aber dann sind wir wieder in die Mondschwebeposition gekommen und das ist natürlich nicht so gut. Mann, ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Komm schon. Ich glaube, ich halte es zu lange. Ja, ja,
Wir waren schon näher ran. Wir waren schon nah dran. Aber das geht natürlich noch besser. Ist aber knapper. Ist schon knapper, Leute. Wir packen das noch heute, die 10 Meter. Jahrelang trainiert. Oh, jetzt haben wir Fehlstart gemacht. Nice. Aber ich laufe zu schnell. Mann. Das gibt es nicht. Oh! Oh! Alter, wie knapp war das denn? Das war gut. Das haben wir aber nur mit einem Bein gemacht irgendwie, ne? Komm schon! Da haben wir kurz Sackhüpfen gemacht. Was machst du? Was ist da? Was zum Teufel passiert? Kanonenkugel. Wir machen gerade Yoga, liebe Freunde. Hä? Vielleicht sollten wir es so mal probieren. Ich mach die Raupe. Alter, wie bekloppt ist denn das? Das gibt's nicht, ey. Aber ich glaube an uns. Wir können das packen. Nee, das war wieder scheiße. Warum ist das denn so scheiße? Ich verstehe es nicht. Oh, das gibt's nicht. Ey, wir sind so nah dran. Nein, das war zu früh. Was ist das? Mann, ich glaube, ich bin so motiviert, aber ich glaube, ich bin zu motiviert. Oh, das gibt es nicht. Keine Chance. Mann. Ey, wie wir immer am Abheben sind, ne? Das ist so krass. Wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Ey, wir sollten es wirklich, warte mal. Ich probier's mal so. Genau, so klappt das bestimmt. So klappt es bestimmt super. Okay. Konzentration. Das gibt es nicht. Unglaublich schwer. Aber ich gebe nicht auf, Freunde. Wir geben nicht auf. Irgendwann werden wir siegreich sein. Ich sag's euch. Oh. Falscher Start. Woran scheitert es denn? Alter, wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es fast hingekriegt. Wir können es nochmal schauen. Hier sehen wir es nochmal in Zeitlupe. Oh, es ist so knapp. Und im letzten Moment kommt er mit seinem Scheißkopf noch nach vorne. Oh, das gibt's doch nicht. Aber wir werden besser, Leute. Das wird was. Das wird was. Ich glaube, ich spüre es jetzt gerade. Kommt schon. Für Olympia. Für Gold, für irgendwas, für den Busch in der nächsten Ecke. Für Mann. Ja, komm schon. Oh, das gibt es nicht. Ey, das ist so schwer. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Das sieht so einfach aus, aber es ist so fucking schwer, Mann. Ja, starte einfach 5 Stunden später, Kevin. Super, super. Ja, noch später, Kevin. Macht er nicht. Okay, wir drücken manchmal einfach zu früh.
Und dann zu spät, das gibt es nicht. Man muss genau den richtigen Moment... Oh, das war gut. Im letzten Moment sind wir noch richtig gut reingekommen. Okay, ich glaube, so langsam habe ich es raus. Jetzt müsste mir mein T-Shirt zerreißen und einfach ausrasten und durch ein Fenster rausspringen, einfach nackt. Mit der Goldmedaille, einfach um meinen Hals. Mit der Goldmedaille. Oh, ihr seht gerade gar nicht meine Kamera, ne? Scheiße. Warum seht ihr die nicht? Hi. Ich bin gerade voll ausgerastet. Das war voll cool. Och Mann, ey. Warum habe ich da aus Versehen drauf gedrückt? Kann das sein? Aber eigentlich müsste man mich sehen. Ich weiß es nicht. Ansonsten, seht ihr mich jetzt. Hi, Freunde. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. Aber wir müssen es noch einmal. Aber ich glaube, wir sind für 30 Meter schon bereit, oder? Also 30 Meter müssen wir auf jeden Fall schon ready sein. Aber wir müssen natürlich die Stufe 13 noch... Oh Gott. Boah, der Athlet ist natürlich mega schwer, ne? Der ist natürlich mega schwer. Okay, Konzentration. Okay, das war nichts, Kevin, also ganz ehrlich. Boah, aber wir sind nicht so schlecht, wie es aussieht. Also so schlecht sind wir gar nicht. Wir sind eigentlich dafür, dass es ein Athlet ist. Da sind wir eigentlich schon direkt, hängen wir den am Popo da, ne? Ja, Kevin, super Start wieder. Oh, es wird immer knapper, Leute. Wir packen das. Komm. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das ist so knapp. Komm schon. Ja, für Mama. Für Spaghetti. Ja, und da hebt er. Kurz sage ich, Spaghetti hebt er ab, ne? Fuck, ey. Nein, komm schon. Okay, das war nicht gut. Ich will jetzt, glaube ich, zu viel. Nope, kein guter Start, Kevin. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Wie kann das denn sein, dass sie die ganze Zeit so abheben? Okay, das war zu schnell. Das war viel zu schnell. Ich habe versucht, in der Luft zu laufen, Alter. Was? Was zum Teufel? Komm schon. Oh, Mann. Ja. Nein. Ey, ich glaube, bei Weitsprung werden wir richtig gut. Oh, das gibt es nicht. Mann, aber wir kommen gut ins Rennen eigentlich. Wir rennen eigentlich schon ganz gut. Ja, und erstmal Fehlstart. Klar, Kevin. Oh, das ist so schwer. Ey, ich brech mir hier die Finger die ganze Zeit. Und da haben wir den Start verkackt. Oh, das. Vor allem, das sind nur 10 Meter, Mann. Das sind fucking 10 Meter. Wie soll man die anderen denn schaffen? Okay, ich glaube, wir rennen viel zu schnell. Wie schnell rennt der andere denn los? Okay, nochmal. Okay, da waren wir. Okay, wir müssen am Anfang ein bisschen länger warten. Dann müsste es eigentlich probieren. Wir müssen unsere Beine ein bisschen stiller halten. Aber nicht so.
Ah, das ist was haben mit dieser Haar. Nein. Warum? Ich versteh's nicht. Nein, Kevin, du bist so schnell. Ey, wir waren gerade so nah bei dem dran. Was ist denn jetzt los? Ich will diesen Sieg, Leute. Wir müssen es doch, mit unseren komischen Beinen muss es doch irgendwie mal möglich sein, da über die Ziellinie als Erster zu kommen. Ich verkack's aber auch immer, ne? Unfassbar. Boah, unsere persönliche Bestleistung ist so gut, aber was machen wir jetzt hier? Ah! Oh. Gott, ey. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu krass. Ach ja. Ich glaube, für die erste Folge reicht das erstmal heute. Guck mal, wir sind jetzt hier oben. Guck mal, da sind wir schon fast bis oben durch. Das ist schon Athlet. Also ich würde sagen, wir machen uns in der nächsten Folge erstmal an die 30 Meter und dann tasten wir uns wieder langsam ran. Wir müssen ja auch erstmal ein bisschen das Gefühl rauskriegen. Und irgendwann, Freunde, werden wir auch Weitsprung machen. Dann wird es richtig geil. Also, es freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ich weiß, es ist ein etwas komisches Let's Play, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ist mal was anderes für zwischendurch. Das wird auch nicht so lange, keine Sorge. Nicht ewig. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und beim nächsten Mal holen wir uns die Goldmedaille, liebe Freunde. Wir holen sie uns und reißen sie uns an die Brust. Ne? Hier drum. Für Deutschland. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis übermorgen. I'm not afraid to